Geschichte von Voldemort und Nagini. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir sowohl die Harry Potter als auch die fantastischen Tierwesen-Filme sowie Lord Voldemort und seine treue Begleiterin Nagini besprechen. Die Nagini, die wir aus Harry Potter kennen, wurde zum ersten Mal im Feuerkelch vorgestellt, wo sie beschrieben wird, wie sie den Körper des Muggels Frank Bryce nach dessen brutalem Mord verspeist. Und seit wir uns erinnern können, klebt sie an Voldemorts Seite, eine vertrauenswürdige und loyale Begleiterin in scheinbar jeder Art von Widrigkeit. Als Voldemort schwach und nur noch ein Schatten des mächtigen Mannes war, der er sonst war, war sie immer noch an seiner Seite, und das spricht wirklich für das Band, das Voldemort und Nagini verband. Die Nagini, die wir aus dem Harry Potter Franchise kennen, wird in der Originalserie jedoch nicht sehr ausführlich behandelt, und erst in Fantastische Tierwesen erfahren wir ein wenig mehr über ihre Geschichte. Nagini ist eine so reichhaltige Figur mit einer langen Geschichte, aber in Harry Potter sehen wir nur die Schattengestalt, und die Beziehung, die sie zu Voldemort hat, wurde bereits entwickelt. Wir bekommen nicht wirklich ein Gefühl dafür, wer sie ist oder was ihre Geschichte ist, und im heutigen Video werde ich in die Geschichte von Nagini eintauchen, nicht nur in die Schlange, sondern auch in die Frau. Naginis Geburtsjahr ist nirgends offiziell vermerkt, aber wir wissen, dass wir sie in den Fantastischen Tierwesen zum ersten Mal im Jahr 1927 sehen, und sie sieht aus, als wäre sie Ende 20 oder Anfang 30. Von diesem Hintergrund gehe ich aus, dass Nagini irgendwann um das Jahr 1900 geboren wurde. Nagini wurde jedoch nicht unter normalen Umständen geboren. Sie wurde nicht als normales, gesundes, junges Baby geboren, sondern mit einem Fluch besetzt. Wir wissen nicht, ob Nagini aus einer Familie von Hexen, Muggeln oder etwas anderem stammte, aber wir wissen, dass ihre Abstammung den Maledictus-Fluch in ihrer Blutlinie hatte. Einen dunklen Fluch, der über Generationen von Familienmitgliedern weitergegeben und von der Mutter auf die Tochter übertragen wird. Aus diesem Grund wurde Nagini als weiblicher Maledictus geboren, als Trägerin des Maledictus-Fluches. Ein Maledictus leidet unter einem Blutsfluch, eine Art von Fluch, der bewirkt, dass sich der Betroffene im Laufe seines Lebens langsam in ein Tier verwandelt. Das Tier kann je nach Fluch variieren. In Naginis Fall bedeutete ihr Blutsfluch, dass sie dazu bestimmt war, sich in eine Schlange zu verwandeln. Jeden Tag wurde sie ein wenig weniger Mensch und mehr Schlange. Im Allgemeinen kann sich der Maledictus einige Jahre lang nach Belieben verwandeln, aber das geht mit der Zeit verloren. Irgendwann verliert man die Fähigkeit, sich zu verwandeln, und bleibt in der Tierform stecken, für die man bestimmt ist. Ein Blutsfluch ist ein furchtbarer und unausweichlicher Fluch, der sich in dich hineinfrisst und dir langsam deine Identität raubt. In Harry Potter sehen wir Nagini, nachdem sie ihre Fähigkeit, sich nach Belieben zu verwandeln, vollständig verloren hat und dauerhaft in ihrer Schlangengestalt versteckt. In Fantastische Tierwesen ist sie jedoch noch eindeutig in der Lage, ihre menschliche Gestalt anzunehmen, und wechselt sogar zwischen den beiden Formen hin und her. Bevor Nagini sich dauerhaft in eine Schlange verwandelte und schließlich zum Horcrux wurde, war Nagini eine schüchterne, ruhige, freundliche Frau, die leider vom Circus Arcanus misshandelt wurde. Der Circus Arcanus war ein Wanderzirkus, der einem Mann namens Skender gehörte. Er wurde im Wesentlichen als Freakshow betrachtet und bot den weltweit größten Kongress menschlicher Merkwürdigkeiten. Nagini wurde zur Schau gestellt und gezwungen, der Welt zu zeigen, was für ein Freak sie war, obwohl sie in Wirklichkeit nur eine arme Frau war, die unter einem schrecklichen Fluch litt. Skender war unglaublich grausam und nutzte Nagini aus, indem er sie zwang, Tag ein, Tag aus für seine Show aufzutreten. Sie saß dort fest, das heißt, bis Credence Barebone auftauchte. Bei einem ihrer Auftritte kam Credence vorbei und befreite Fred Rakes, sodass sie entkommen und mit ihm fliehen konnte. Ihre neue Freundschaft war ungewöhnlich, und jeder war genauso verwirrt wie der andere, was seinen Platz in der Welt anging. Sie waren ein unheimliches Paar, ein misshandelter Maledictus, der gefangen gehalten worden war, und Credence, ein Junge, der nichts über seine Identität wusste. Um Credence zu helfen, taten sich die beiden zusammen und suchten nach Antworten auf Credences Existenz. Wer waren seine biologischen Eltern? Wo war seine Familie? Nach einem unglücklichen Zusammentreffen mit einem von Grindelwalds Gefolgsleuten, Gunnar Grimson,
fanden sich Nagini und Credence auf einem Dach eines Hauses in der Nähe des Eiffelturms wieder, wo sie Gellert Grindelwald selbst trafen. Zu diesem Zeitpunkt war Grindelwald bereits mit Credo vertraut und begann, die Saat der Manipulation zu sehen, denn er wusste, dass die Macht dieses beeinflussbaren, aber mächtigen jungen Obscurus leicht zu beeinflussen und zu nutzen war, wenn er seine Karten richtig ausspielte. Obwohl Nagini in Harry Potter scheinbar ziemlich böse ist, scheint sie in Fantastische Tierwesen überhaupt nicht böse zu sein. Tatsächlich erkannte sie sofort, was Grindelwald vorhatte und versuchte ihr Bestes, um ihn zu retten. Nachdem sie Credence verloren hat, schließt sie sich den Guten an. Newt Scamander, Tina Goldstein, Jacob und anderen. Ich bin wirklich gespannt, wie Nagini den Übergang von der hilfsbereiten, freundlichen Frau zur bösen Schlange vollzieht, und es gibt eine Menge Punkte, die in den nächsten beiden Fantastischen Tierwesen-Filmen miteinander verbunden werden müssen. Doch lass uns Naginis Geschichte erst einmal an dem Punkt fortsetzen, an dem sie Lord Voldemort zum ersten Mal begegnet. Obwohl wir kein genaues Datum haben, wird spekuliert, dass Nagini und Voldemort sich irgendwann in den 1980er Jahren in den Wäldern Albaniens getroffen haben. Zu diesem Zeitpunkt hätte Nagini wahrscheinlich ihre schlangenartige Gestalt angenommen und Voldemort hätte sich in seinem körperlosen Zustand versteckt. Wie ihre anfängliche Interaktion ausgesehen hätte, ist reine Spekulation. Wir wissen jedoch ein paar Dinge über Voldemort, die ihm bei der Interaktion mit einer Riesenschlange geholfen hätten. Zunächst einmal ist Voldemort ein Nachfahre von Salazar Slytherin. Das bedeutet, dass er eine starke Verbindung zu Schlangen hat und sogar mit ihnen kommunizieren kann, weil er die Parselsprache spricht. Nagini, die zu diesem Zeitpunkt in ihrer Maledictus-Form feststeckte, hätte wahrscheinlich die Gelegenheit ergriffen, endlich mit jemandem zu sprechen. Sie war ein verlorener Maledictus, der sich nicht verständigen konnte, und endlich traf sie auf jemanden, der sie verstand. Jemand, dem sie ihre Geschichte erzählen konnte. Ob Voldemort in der Lage gewesen wäre, zu erkennen, dass sie ein Maledictus war oder nicht, ist unklar, aber er ist ein äußerst versierter Legilimentiker, also bin ich mir sicher, dass er einen Blick in ihren Geist hätte werfen können, um es herauszufinden. In Voldemorts Fall war er gerade erst besiegt worden und wusste wahrscheinlich auch nicht so recht, was er als nächstes tun sollte. Aus diesem Grund ist es meiner Meinung nach nur natürlich, dass die beiden sich zusammenschließen, denn jeder von ihnen hat dem anderen etwas zu bieten. Ohne Nagini wäre es wesentlich schwieriger gewesen, in eine körperliche Form zurückzukehren. Und ohne Voldemort hätte Nagini keinen Sinn in der Welt gehabt und niemanden, mit dem sie hätte reden können. Sie wäre einfach allein gewesen. Nagini trug entscheidend dazu bei, dass Lord Voldemort überlebte, bevor er wieder in seinen richtigen Körper zurückkehren konnte, und ihr Gift wurde sogar als Elixier verwendet, das ihm half zu überleben. Es war eine der Hauptbestandteile eines Trankes, mit dem er seine Kräfte wieder aufbaute. Nagini half Voldemort auch dabei, zahlreiche Morde zu begehen, und ein Mord im Besonderen, der Mord an Bertha Jorkins, besiegelte ihre Verbindung mehr denn je. Denn nach dem Tod von Bertha Jorkins wurde Nagini zu einem von Voldemorts Horcruxen. Sie war nun mehr als nur seine Gefährtin, ein Fragment von Voldemorts Seele lebte in ihr. Zu diesem Zeitpunkt war ihr früheres, schüchternes und sanftes Wesen verschwunden und sie wurde zu einer Art Waffe für Lord Voldemort, dem sie absolut treu ergeben war. Da sie einer von Voldemorts Horcruxen war, teilte sie sogar ein telepathisches Band mit ihm und war in der Lage, mit ihm über große Entfernungen zu kommunizieren. Trotz Voldemorts böser Natur schätzte sie ihn sehr und ich glaube, dass sie ihm im Laufe der Jahre immer ähnlicher wurde. Es sollte erwähnt werden, dass Voldemort eine sehr hohe Meinung von Nagini hatte, was man von vielen Menschen nicht behaupten kann. Tatsächlich sagte Dumbledore Folgendes über Voldemorts Beziehung zu Nagini: Ich glaube, er mag sie vielleicht so sehr, wie er etwas nur mögen kann. Er hält sie auf jeden Fall gerne in seiner Nähe und hat ein ungewöhnliches Maß an Kontrolle über sie, selbst für einen Parselmund. Die beiden hatten ein besonderes Band und ihre Vereinigung ermöglichte es zwei Seelen, ihren Sinn in der Welt wiederzufinden. Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl Nagini als auch Voldemort ein wenig verloren in der Welt, ähnlich wie bei ihrer ersten Begegnung mit Credence. Nagini steckte in einer Art Schlangengestalt fest, hatte eine völlig neue Identität und war völlig frei von menschlicher Interaktion. Sie hatte wahrscheinlich keine Ahnung, was sie als nächstes tun sollte, und sie muss unglaublich einsam gewesen sein.
Das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.